Einen schönen guten Morgen. Oh, Herr Mädchen, ich sehe ja komisch aus. Ist doch egal, wie ich aussehe. Kümmert euch nicht um mein Aussehen. Also erstmal wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen und einen wundervollen neuen Tag. Ne? So fangen wir erstmal an. Ich habe eben gerade ein Video gemacht aus lauter Wut. Ja, völliger Schwachsinn. Ja, das habe ich wieder gelöscht hier bei Facebook und bei den anderen werde ich das auch löschen. Weil ist ja negativ. Ja, ich musste jemand entlassen, ja. Natürlich tut mir das dann immer ein bisschen weh, ja. Weil es für mich eine Niederlage, wenn ich jemand entlassen muss. Versteht ihr? Ja, ich hab das lieber, wenn die Leute von alleine abhauen, ja. Die mir nicht passen. Ich gebe es ja den Leuten meistens zu verstehen, so ein bisschen. Aber der hier zum Beispiel hat das auch nicht verstanden, ja. Genauso wie Hänsel und Gretel nicht, ja, die haben das ja auch nicht kapiert, ja, wie ich das meine. Hat ja auch lange gedauert, ja, die musste ich hier auf Igno setzen, ja, ich hoffe, dass mir das hier bei denen erspart bleibt. Liegt an ihm, ja, nicht an mir, ja. Ne? Namen will ich ja eigentlich ja nicht nennen und außerdem will ich auch so eine Scheiße ja nicht, Mein Gott, nee. Du Pech. Was soll das? Ja, ich muss halt die Leute entfernen, die glauben, mich verarschen zu können. Ja, warum? Ist ja einfach. Ja, geht nicht. Verarschen dürfen mich nur die Leute, die mich nach vorne bringen. Ja, und dazu zählt der nicht. Ja. Dazu ist der nun wirklich zu klein, ja. Es war bestimmt größer als ich. Der hat ja ziemlich lange Haare und dergleichen, ja. Aber habt ihr schon geahnt, dass ich den mal entlassen muss, ja? Und nun hat er mir das ja gestern bewiesen, indem er meinen Glauben verhöhnt, ja. Das geht dann zu weit, ja. Also wenn man anfängt meinen Glauben zu beleidigen, das mache ich ja nicht bei keinem anderen, ja, das mache ich nicht. Ich respektiere jedem seinen Glauben, das macht der nicht, da muss ich mich entlassen, das ist doch klar. Ja, hab doch keine Wahl. Ja. So bin ich eben. Ne? Das ist auch eine Warnung für alle anderen, ja. Wenn ich merke, dass hier mein Glaube verarscht wird von irgendjemand. Und ich merke das irgendwann, das ist eben so, ja. Kann man ja auch nicht gegen machen. Meistens dann, wenn ich anfange, neugierig zu werden und denjenigen überprüfe. Ne? Solange ich aber ganz naiv an die Sache rangehe und nicht gleich überprüfe, kann man mich auch mal verarschen. Gefährlich wird es erst mal dann für den anderen, in Anführungsstriche, ja. Gefährlich meine ich, ja. Kann sich ja jeder aussuchen bei mir, wie ich ihn behandle. Ja. Ist so? Könnt ihr glauben oder nee? Ist aber wahr. Jetzt quatsche ich schon wieder nur von mir, wa? Gut, habt einen schönen Tag. Ja, und ja, meiner wird anstrengend heute. Heute ist ja Geldtag. Und ihr wisst ja, ich kann ja mit Geld noch nicht umgehen, ja. Mein Gott, ja, und ich möchte das jetzt in dem nächsten halben Jahr endlich hinter mich bringen, dass ich mit ein bisschen Geld auskomme. Müsste man eigentlich, ja. Also jetzt ohne Quatsch, man müsste das können, ja. Aber ja, ich lebe immer noch zu verschwenderisch, ja. Viel muss ich dann auch eine Bremse einbauen. Ja, weil andere können das ja auch. Und wenn das andere können, dann liegt das doch, also liegt das sowieso an mir. Mensch, ich suche schon wieder eine Ausrede, um mich zu drücken. Ja? Nein! Heute geht's los. Ja, da gibt's Briefumschläge. Oh je. Jede Woche mache ich dann einen auf. Ich bin mal gespannt. Okay, Disziplin brauche ich ja auch, kann ich dann gleich verbinden mit, ja? Kann ich gleich üben, ne? Mann, ich muss mir echt Mut machen, ja? Oh, ist das ätzend. Also, ich hasse den Tag. Also, früher hätte ich mich immer gefreut, wenn es jetzt wird. Ja, letzten Monat hätte ich mich auch gefreut, da hätte ich mich richtig gestaut, aber heute habe ich schon wieder ein bisschen Bammel, weil. Ist ja klar, ich habe das noch nie gemacht, so wie es vernünftig ist, ja, und nur will ich das Tatsache.
ab heute schon in Angriff nehmen. Ja? Und naja, da reicht halt ein bisschen Bambi vor. Ne? Oh je, das wird ein Kampf nachher. Der Arme. Ja, oh ja, und Alex, du auch, süße Maus, Mensch. Ja, aber Gott sei Dank, du bist knallhart. Ja. Das ist wieder mein Glück, meine Süße. Dass ich ja bei dir machen kann, was ich will. Ja, bei dir sind die Umschläge sicher. Da bringe ich die natürlich hin, ist doch klar. Ja, ich brauche ja noch ein bisschen Unterstützung. Ganz alleine schaffe ich das noch nicht so mit der Disziplin. Ja. Und dafür ist meine kleine Zaubermaus wunderbar geeignet. Ja. Außerdem sehe ich denn dann nebenbei gleich noch Annabelle. Ja, meine kleine süße Prinzessin. Das ist das schönste Mädchen, ja. Also ist ja aus dem Babyalter raus, würde ich sagen. Ja. Auf mich macht die ja schon. Naja, gut, ich bin befangen. Ja. Für mich ist die halt ist die Kleine die größte, wa? Ja, wenn ich die schon sehe, ja, flippe ich aus. Ja. Das sind Augen, da kann man rinlaufen. Kennt ihr das? Augen, wo man rinlaufen kann? Da kann ich rinlaufen. Aber richtig, das macht so einen Spaß. Ja, und ich werde Segner, nur Schönet. Ja. Das ist das, was ich so toll finde. Ja. Und dann ihre Stimme, die ist ja auch so super. Ja. Das, wenn ich die höre, werde ich automatisch ruhig, kann ich gar nicht mehr laut sein. Das ist allerdings auch bei Alex so. Da muss ich sagen, wenn ich ihre Stimme höre, bumm. Die ganze Aufgeregtheit weg. Ist komisch, verstehe ich gar nicht. Ach so, da gibt es noch eine, bei der ist es auch so. Bei meiner süßen Miriam. Ja? Da, bei deren Stimme höre, geht es auch so. Bop, bin ich gleich cool. Ja, ist so. Ja? Warum? Weil die beiden klasse sind. Man kann sich auf die verlassen. Ja? Blind. Keine normalen Frauen, ja, sondern was Besonderes. Ne? Seltene, ganz seltene Wesen, ja. Und mit denen habe ich dann auch gerne zu tun, weil auf die ist eben Verlass. Ja? Wie auf manche Männer ja auch. Ja? Da kenne ich einen, der ist Kalle, auf den ist auch 100% Verlass. Ja? Auf sowas stehe ich eben. Wa? Auf Leute, auf die Verlass ist, ja. Und auf diese drei ist Verlass. Oder Joachim, ja. Auf den ist auch Verlass. Ja. Ja, und da kenne ich noch tausend andere, auf die ich mich verlassen kann, Mann. Ja. Und noch viel mehr. Ja. Gut, jetzt mache ich aber erstmal Schluss, zeige dir noch Isabel. Okay, ciao.